Was muss ich denn sagen? Du kannst sagen, wie es dir gestern gefallen hat. Okay, das mach ich. Das, oder? Ja. Was mach ich? Sag irgendwas. Okay. Mach einfach irgendwas. Okay, okay, so wie ihr. Lass mal den Bauch rollen. Ne, rollen. Ne, kann ich nicht. Dann bist du mit dabei. Ja, ja, das ist auf Video! Nein, habt ihr filmt dich schon, oder was? Die Aufnahmen sind im Kasten. Nein, oder? Natürlich, das sehen Leute. Der rote Punkt. Okay, sehr gut. Das, genau, okay. Das, das, ich sag, ich wollte gerade erst sagen, er kann nicht viel, aber davon eine ganze Menge. Aber dann kam der Bauchroller. Okay. Tag 2 auf Malle. Hat soeben begonnen. Und wir haben Onkel Gede dabei. Moinsen. This girl is on fire. Und er kann den Bauch rollen lassen. Genau. Ja, wir hatten gestern eine ganze Menge Spaß. Erzähl mal, wie war es bei dir? Hast du dir Spaß gemacht? Ja, super geil. Also das Restaurant war schon optisch ein absoluter Hingucker. Ne? Also war mega geil hier auf dem Rodeo. Da habt ihr auch ordentlich Gas gegeben. Warst du auch? Nee, ich hab's leider irgendwie verpeilt. Vom Rodeo-Reiten habe ich übrigens fast einen Leistenbruch erlitten. Also von daher keine sah gut aus. Ich hab's auch auf Video. Ja, wir halten heute die nächsten Impressionen für euch fest. Und ich glaube, heute grillen wir sogar ein bisschen. Ja. Genau. Mal gucken, was so geht. Viel Spaß. Liebe Freunde des gepflegten Grillsports, wir sind hier verloren gegangen. Also im tiefsten Dschungel. Wir sind im mallorquinischen Urwald, sind wir leider unserer Reisegruppe abhanden gekommen, als wir die weißbäuchige Erde. Kaninchen gejagt haben. Genau. Und die fängt man übrigens nur, wenn man Salz und Pfeffer auf den Schwanz streut. Julian ist wirklich viel geflitzt, deswegen schwitzt er auch. Hat es nicht geschafft. Die Kräfte schwinden und wenn das letzte Videomaterial ist, was ihr von uns seht, dann haben wir es überlebt. Dann haben wir es überlebt, aber wir haben uns eine feste Regel gemacht, wir sind ja Griller, wir haben weder Trinken noch Essen dabei. Und sobald hier einer schwach wird, wird er gegessen. Ich habe verdammt doll Hunger und Hannes wirkt auf mich relativ schwach schon. Aber ich bin der Einzige von uns, der mit seinem Arm als Wünschelrute arbeiten kann und Wasser findet. Warte mal, ja, guck mal. Das ist natürlich dein Vorteil, ja. Oh, oh, oh. Hier unten ist Wasser. Also, wir versuchen trotzdem noch so viel wir können festzuhalten von unserer Wanderung und hoffen, dass wir gesund zurückkommen. Oh Gott, jetzt ist live, es ist unglaublich. Ach du Scheiße. Hier ist schon her. Das gibt es nicht. Was ist das? Knochen. Der erste Schädel. Wer wurde hier gegessen? Ja, irgendein Tier. Ich vermute mal so Pilami-Schädel. Ja. Ekelhaft. So. Also, komm, wir müssen weiter. Müssen wir uns als Andenken mitnehmen und an den Hals binden, hinterher als Kette. Wir können es schaffen. Habt ihr gesehen, dass da so ein riesen Hügel ist? Spektakuläre Aufnahmen hier auf Mallorca. Ich habe gerade die Scissors hier bei der Höhlenforschung entdeckt. Da soll doch mal einer sagen, es gibt keine Höhlenmenschen mehr. Ich habe einen gefunden. Und es tropft, Julian wird nass. Wie ein Kieslaster. Jahrtausende alt. So, ich gehe mal wieder runter, oder? Ah. Um Gottes Willen, ich habe richtig Angst um meine Gelenke. 1, 2. Oh Gott, ich bin hier gerade hängen geblieben. Das hätte gerade beinahe mein Tod bedeutet, ne? Ja. Julian, Kevin, meint ihr, die sind hier irgendwo lang gegangen? Hier waren sie schon. Woher weißt du das? Das rieche ich, Moment. Als alter Pfadfinder weiß man ja, wie es läuft. Ah, hier sind Spuren im Sand. Hier sind eindeutige Spuren. Gucken. Ja, hier hat Stefan Lemke das letzte Mal
vor ca. 15 Minuten einfahren lassen. Alles klar. Wir müssen da weiter. Dann sind wir wohl auf dem richtigen Weg. Weißt du Bescheid? Haben wir gerade etwas erlebt. Dem Kevin ihm seine Hose. Zeig's doch mal. Sie ist komplett aufgerissen. Endlich kein Arschwasser mehr. Oh, herrlich. Das ist echt viel besser. Scheiße, ey. Da sind so ja. Ja, natürlich. Oh, also wir haben gerade schon die Vermutung gehabt, beziehungsweise anders. Erklär mal, was haben wir gerade besprochen? Scheiße war's. Ja, scheiße war's. Wir haben gedacht, wir laufen die ganze Zeit in eine Richtung und wir kommen nie wieder zurück. Ja, und dann haben wir gerade Stimmen gehört und sind uns jetzt sicher, wir haben es geschafft. Außerdem ist Hannes Kevin Soße gerissen. Und Hannes hat ständig Stimmen. So, lass uns jetzt weiter. Ja, okay, weiter geht's. Das war Hannes Schneitz auf 24/7. Was für ein steiler Weg hier. Los. Hey! Wir haben euch wieder! Hilfe! Ja, Männer! Ich fass es nicht! Ich brauche Bier. Ich dachte, wir sind jetzt wieder zurück. Warte, mach deine Taschen mal auf hier. Aber die sind ja den normalen Dick gegangen. Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Wilde Kämpfer. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich bin relativ bis sehr fertig. Sehr geil, ey. Wir haben wirklich alles gegeben und ich freue mich jetzt darauf auf diesen Pool da. Auf genau diesen Pool. Und hier ist der Mann, der verantwortlich ist, dass wir es wiedergefunden haben. Stefan! Danke! Das war richtig anstrengend, oder? Du hast eine ganz markante Fährte doch. So, ein bisschen so eine Mischung aus Gewürzen und was. Ich hab dreimal habe ich mich echt besorgt um dich. Ich dachte, du stirbst. Oder? Also Hannes. Hannes ist relativ robust. Ja, du weißt, wir haben überlebt. Wir haben gerade so überlebt und ja, ich habe auch gewusst, dass ihr kommt. Deshalb habe ich auch meine Fährte gesetzt. Sehr gut. Aber ich bin echt fertig. Ich glaube, wir gehen jetzt mal schwimmen. Topfit. Hast du den Pool gezeigt eigentlich? Nein. So, ich gehe jetzt schwimmen. Ja, wir auch.